Hi, nur mal zum wahren Außenseiter. Also ich habe ja die Außenseiter, das habe ich ja mitgekriegt oder auch nicht so richtig, dass die total Erfolg haben mit ihren super Videos und so. Na, habe ich mir mal gedacht, ich mache mal ein der wahre Außenseiter Selbstgespräch. Weil ich behaupte ja von mir, dass ich der wahre Außenseiter bin, weil ich gehöre ja nirgendwo dazu. Vielleicht gehöre ich ja nur ein bisschen physikalisch und so mental, ideenmäßig mit dem Personalausweis, weil ich bin ja auch Personal hier. Personal von der Bundesrepublik, gehöre ich ja zur Bundesrepublik. Aber so in der da, der drin, der so, oh, der ich so bin, der so dieser freiheitsstrebende Wichtel, der will natürlich nicht zu einer Gemeinschaft wie Bundesrepublik dazu gehören, zu einer bürokratisierten, ordnungsliebenden, nach was strebt die Bundesrepublik? Wohin? Wohin will denn die Bundesrepublik? Vielleicht strebt ja die Bundesrepublik nach Wahrheit und Identität, immer die Bundesrepublik zu bleiben. Wer verkörpert die Bundesrepublik? Im Moment ich. Ich bin hier der wahre Außenseiter der Bundesrepublik. Mit der Mondlampe im Hintergrund. Weiterhin gehöre ich auch nicht zur menschlichen Rasse dazu. Es ist nur der Körper hier, der das so vorspielt, als würde der da zu den anderen Körpern dazu gehören, die man als menschliche Rasse bezeichnet. Den Homo sapiens, den Homo der Weisheit, den schwulen Weisen. Den Weisen, der jeden negativ macht, weil er ja die Weisheit mit Löffeln gefressen hat und sagt, hier, so weiß wie ich, kann keiner mehr werden. Kein Neger oder so, natürlich. Ja, wobei Neger soll man ja nicht sagen. Ich meine ja auch niemanden persönlich, nicht mal mich selbst, weil innerlich bin ich ja eigentlich der volle, voll schwarz. Ich habe die schwärzeste Seele von allen so. Oh, von allen, zu denen ich natürlich nicht dazu gehöre. Also ich gehöre zu keinem dazu. Nicht mal zu mir selbst. Weil ich will ja gar nichts mit mir selbst zu tun haben. Weil so ein Spinner, der nur so Quatsch erzählt, was soll man mit seinem anfangen? So einen unzuverlässigen Typen, der nur auf Spielereien steht und es nie ernst meint und immer nur Schwachsinn quatscht und so. Wie soll man da nur damit irgendwie was anfangen können hier? Nur immer Spaß und Freiheit im Sinn, irgendwie sich nicht festlassen oder legen wollen. Aber ich schweife total ab irgendwie. Der Computer fängt schon an zu rauschen, so atmet vor Anstrengung. Also, lass es mal gut sein. Vielen Dank an alle Außenseiter. Es ist gut, nirgendwo dazu zu gehören und es ist gut, total überall dazugehören und das zu sein, was die Dazugehörigkeit von dem ist, was dazugehören kann. Und doch bin ich ständig einsam. Ja, ich bin so einsam. Ich fühle mich fast glatt wie der eine Same, aus dem das ganze Universum entsprang, aus dem die ganzen anderen entstanden sind. Da bin ich der Same davon. Weil ich sag's gleich, ich mache ja das nur hier, um Anerkennung zu kriegen. Weil mein Ego steht so auf Anerkennung, auf viel rote, bunte Sterne, auf viele Lobsprüche und Himmelsjuch. Ja, und wenn es nicht klappt, ist mir auch egal, weil. Weil, wieso? Hocke ich dann traurig in der Ecke, Mann, Scheiße, hat nicht geklappt, keiner will mich sehen, keiner will meinen Quatsch hören. Aber ich bin doch nicht mein Ego. Wen kümmert schon mein Ego? Wen kümmert es, anerkannt zu werden? Wen kümmert es, wer zu sein überhaupt? Mich? Nicht wirklich, aber mein Ego ist rebellieren und sagt, ich will und bla bla bla. Aber Scheiße, ich schweife schon wieder ab in den spirituellen Quatsch hier. Gut. Frohe Reise.
Solange es noch einen gibt, der reisen kann. Spontanes Erleben und natürlich absolute Selbsterkenntnis. Bis jetzt und auf immer wieder schön schauen.